Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk mit Nora Tschirner. Teil 2 sind wir jetzt, Nora. Okay, dann verhalte ich mich Teil 2 entsprechend. Ja, was auch immer das World heißt. Famous Assoziationsspiel. Was ist das? Das ist, wo man sowas Assoziationsmäßiges spielt. Korrekt. Du sagst ein Wort, ich sag, was mir einfällt. Und man muss es knapp machen, aber ich kann es nie knapp. Aber ich versuch's. Müssen tust du gar nichts. Du assoziierst einfach ins Blaue hinein. Keiner stoppt mit. Pass auf. Erster Begriff. Heimat. Ich bin in so einer Tabustimmung. Heimat. Boah, Hirsch. Es tut mir total leid. Ich bin voll völkisch. Hirsch. Hirsch. Heimat. Der Hirsch. Nicht das nordamerikanische Streifenhörnchen, sondern der Hirsch. Du hast jetzt auch noch einen Schäferhund neu im Gehege. Ich habe einen deutschen Schäferhund, auch noch einen, aber einen schwarzen. Gott sei Dank. So. Okay. Das ist wirklich krass, dass ich die einzigen beiden Hunde, die ich in meinem Leben hatte, waren Dackel und Schäferhund. Das kann sich gar nicht. Das ist so schlimm. Oh mein Gott. Ein Hirsch. Ja, so weiter. Gut. Führer. Hitler! Also, ich war gar nicht das nächste Wort. Führer. Okay, entschuldige dann. Ja, dann sag doch mal. So ähnlich. MTV. Amerikanische realistische Dreckscheiß! Yes. MTV. Irgendwie. Heimat. Hirsch. Schon so Spielwiese irgendwie. Spielen. Und auch echt ein bisschen zu Hause auch. So. Tatort? Vorbei. Oh, there, I said it. Vorbei. Ich muss knapp antworten, sorry. Monika. Ach, Monika. Ja. Liebe. Diätwahn? Irgendwie 90er. Auserzählt. Fertig. Selbsthilfebücher? Gut, mag ich gern. Aber ich habe, wie geil knapp ich jetzt wirklich versuche, nach diesem Hirsch immer nur noch so eine Silbe zu machen. Das ist mir noch nie gelungen bei so einem Spiel. Ich mag das tatsächlich, da muss ich ein bisschen ausholen, ein bisschen schon gerne, weil ich glaube, dass wichtig ist, bei Konzepten auch Formulierungen zu finden, die einem selber was helfen. Man kann die gleichen Sachen wissen und immer wieder hören, aber manche Leute formulieren das auf andere Sachen und ich habe extrem viele Selbsthilfebücher in meinem Leben gelesen und guck mich an. Hirsch. Ich war heimat an Hirsch gedacht. Das ist wirklich krass. Das merke ich mir. Ich habe gedacht, ich habe keine Themen mehr für die Therapie, aber jetzt muss man nochmal völlig neu denken. Abschied. Vaterland. Nein. Abschied. Abschied, total gesellschaftlich unterschätzt. Passiert viel zu viel, meiner Meinung nach, auch im Alltag. Und wir haben keine Ahnung davon, was das mit dem System macht und tun so, als wären wir da voll gut drin, sind es total nicht. Und es ist ganz, ganz wenig gelernt, meiner Meinung nach. Jetzt willst du natürlich mehr wissen, aber wir haben heute ein Assoziationsspiel und sind Teil 2. Deswegen eigene Grube, nicht, die ich mir hier gegraben habe, merke ich mir aber einfach. Lagerkoller? Noch nicht, nein. Geht also noch, ich denke mal, so 2 Minuten, wenn Tobi wieder am Kabel blickt, vielleicht, aber nee, eigentlich noch läuft's. Dennis, du darfst ruhig laut lachen, nur weil die Tonabteilung bist, heißt nicht, dass... Ja? Drink? Ich mache ich mein Assoziationsspiel. Ja. Wasser. Pass auf, einen habe ich noch. Ja. Freunde fürs Leben. Ach, also wird mir warm ums Herz. Das hätte ich mir gewünscht, hätte ich mir gewünscht. Hätte ich mir gewünscht vor vielen Jahren. Gab es schon, wusste ich nichts von. Hätte ich mir gewünscht. Freunde fürs Leben hätte ich mir gewünscht, also ich meine den Verein jetzt. Ja. Freunde fürs Leben hatte ich, glaube ich, sogar schon, aber den konnte ich halt nichts erzählen, weil ich halt Freunde fürs Leben e.V. nicht kannte. Ne. So. Danke. Bitte. Tipptopp, das war doch ein Assoziationsspiel erster Kajüte.